Hallo und herzlich willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Mein Name ist Denis und ich möchte euch heute das Tatooine Skiff vorstellen, welches 2019 in der The Vintage Collection herausgekommen ist. Ein ähnliches Modell hatten wir 1999 schon mal. Dieses Modell ist in der Power of the Force 2 Serie herausgekommen. Dazu habe ich euch mal ein kleines Bild eingeblendet. Und an diesem Bild sehen wir, dass dieses neue Modell schon etwas detailreicher herausgearbeitet wurde. In diesem Video möchte ich gerne die Box einmal öffnen und mal schauen, was drin ist. Bevor ich das mache, zeige ich euch aber noch ein paar Details von der Box, damit man sich die Box mal von allen 6 Seiten anschauen kann. Ich habe mir einen Cutter besorgt, dann wollen wir doch mal gucken, was drin ist. Ich werde die Box hier wieder nur von einer Seite öffnen. Ich hoffe mal, dass das gut geht. Manche Boxen müssen auch von 2 Seiten geöffnet werden, damit der Inhalt herausgenommen werden kann. Ja, wir sehen schon dicht gepackt das Paket. Ja, und natürlich hier auch nichts kaputt machen. Komm schon. Ist noch woanders zugeklebt. Eigentlich nicht. So, dann werden wir jetzt einmal den Inhalt herausnehmen. Liegt auf dem Kopf. Ah, das ändern wir. Zack. So, die Box kann erstmal weg. Ja, hier haben wir die Beipackzettel. Da werde ich euch auch nachher nochmal ein Detail von zeigen. Ja, so hängt das Schiff also innerhalb seiner Verpackung. Wieder mit den durchgeschossenen Packbändern, die wir hier haben. Und wenn man die nicht zerstören möchte, dann holt man sich am besten eine Zange und schiebt die leicht wieder nach hinten durch. Die Löcher werden dabei leider ein bisschen größer. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Dazu muss ich mir natürlich auch erstmal wieder eine Zange holen. Bis gleich. Eine Zange habe ich mir jetzt besorgt und damit werde ich jetzt diese Packbänder einmal versuchen, möglichst vorsichtig wieder durch ihre Löcher durchzuschieben. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber ich hoffe mal, dass ich dieses, ja, sehr schön, eins ist schon gelöst.
Und immer wenn es klappert, dann hat sich das Ganze gelohnt. Ja, da haben wir schon mal den Standfuß, wo nachher das Gift draufsteht. Packe ich erstmal zur Seite. So, und hier haben Sie jetzt die Barke als solche. Packe ich auch erstmal weg. Ein paar Sachen habe ich ja noch. So, nun ist alles aus dem Paket raus. Hier habe ich noch mal eine Tüte mit Einzelteilen. Ja, und die werden wir uns jetzt auch gleich mal ansehen. Dafür werden wir mal die Tüte hier an der Seite einmal öffnen. Hm, reicht das schon? Naja, ein bisschen mehr vielleicht noch. Hm. Ja, und damit hätten wir dann auch diverse Einzelteile. Also da wären einmal hier die Seitenbrüstung. Das kommt höchstwahrscheinlich einmal nach vorne. Das sind die Segel, die wir dazu haben. Oder besser gesagt, solche Seitenabstandsteile. Ja, hier nochmal die zwei Füße, die nachher hier auf den Standfuß raufkommen. Ist wahrscheinlich so. Damit die Barke dann auch schön in der Luft schweben kann. Aber das gucken wir uns gleich an. Erstmal ein tiefer Blick, wie soll es aussehen. Ja, erstmal empfehlen Sie, dass die Brüstung einmal reinkommen. Das werden wir dann einmal machen. Dafür habe ich hier die hintere Brüstung. Die klicken wir hier einmal mit hinein. Kann hinten schon mal keiner mehr rausfallen. Genau dasselbe machen wir vorne. Und dann haben wir hier noch mal Seitenteile. Den nehmen wir mal. Nehmen wir nicht. So, machen wir. So, das eine. Und jetzt haben wir hier noch zwei weitere Seitenteile. Einmal das eine Seitenteil, wenn die Barke gerade steht, kann ich mich entscheiden, also hier nochmal ein äquivalentes Teil nehmen zu packen. Oder aber ich nehme dieses Teil. Da hängen dann so ein paar Seile herunter. Das soll eigentlich simulieren, wenn das Schiff zur Seite kippt, dass da unten sich noch jemand dran festhalten kann. Also genauso wie im Film gesehen. Ich nehme hier mal das Seitenteil, wo man sich noch dran festhalten kann. Das klinken wir auch einmal ein.
Und dann werden wir mal gucken, wo die anderen Teile hingehören. Also bei dem Teil bin ich mir relativ sicher, dass das hier hingehört. Ja, das ist so ein einmal rein, nie wieder raus Teil. Ja, ist aber richtig rum. Na gut, das gucke ich mir gleich an. Und dann haben wir noch die zwei Seitenteile. Na, ich denke, die setze ich aber erst dann drauf, wenn ich den dahin bekommen habe. Na gut, da tue ich noch mal ein bisschen was, dann sehen wir uns gleich wieder. So, wie man jetzt sehen kann, ist das Steuerelement hier jetzt auch drin. Dann kann die Barke auch schön nach rechts und links fliegen. Ja, als nächstes kommen jetzt noch diese Teile hier, die an die Seiten angebracht werden. Die klickt man einfach nur zusammen. Und dann kommen die Teile hier auf so eine Art Kugelgelenk. Nope, nicht falsch umbauen. Die Teile sollen nach hinten zeigen. Kleine Klappe käme hier vorne rein, setze ich aber noch nicht ein. Ich will euch nachher noch mal zeigen, wie das hier drin ausmoduliert ist. Dafür baue ich jetzt noch mal kurz den Standfuß auf. Das sollte eigentlich auch relativ einfach sein. Man sieht schon, wozu man den Standfuß braucht, sonst wird das mit der Barke so schlecht. Das heißt also hier und hier, ja, das sieht gut aus. Auch hier einmal Klick 1. Klick 2 und schon stellen wir mal in die Mitte. Können wir die Barke hier jetzt auf- und einsetzen. Tja. Habe ich zumindest gedacht. So, und dann können wir hier die Barke auch einmal hinstellen. Ja, wie das gleich im Detail aussieht, das zeige ich euch gleich. So, hier haben wir die Barke einmal im Detail. Wie man sehen kann, ist sie jetzt auch schräg angestellt. Und auf dem Deck der Barke kann man jetzt auch schön die Details sehen, die von Hasbro da eingebaut worden sind. Das heißt, man kann so ein bisschen sehen, wie läuft es denn innerhalb der Barke ab. Da haben wir noch mal so ein kleines Compartment. Und auch hier haben wir die Details. So ein bisschen Battle Damaging haben wir hier. Und hier sehen wir dann auch die Seitenteile. Hier haben wir die Barke nochmal in einer anderen Ansicht. Und was wir hier sehr schön erkennen, ist dann auch die Planke, wo seinerzeit Luke Skywalker drauf gestanden hat.
Und hier haben wir auch noch mal eine bessere Ansicht in der Front der Barke. Und so schaut es dann aus, wenn alle Luken dicht sind. Hat man also eine sehr schöne Oberfläche über die ganze Barke. Hier nochmal der Beipackzettel, auf dem beschrieben wird, wie die Barke zusammengebaut wird. Und nochmal das extra Seitenteil. Und hier auch nochmal in der Großaufnahme das Seitenteil mit Tauwerk. Ja, was wäre so eine Barke oder auch so ein Skiff ohne Besatzung? Und da bietet sich eigentlich an, das Dreierpack, was auch in der Vintage Collection herausgekommen ist. Das wäre zum einen Visam, Vidian und Brock Starshare. Ich hoffe, dass ich auf die richtigen jetzt gezeigt habe. Von hier hinten kann man das immer schlecht sehen. Ja, wenn es interessant ist, dass ich das auch nochmal vorstelle, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare hinein. Ja, und damit bin ich auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche mit sammlerfreundlichen Grüßen einen schönen Tag und bis denn.